Ist Wladimir Putin der größte Goldspekulant der Welt? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und auch darüber, was die möglichen Motivationsgründe von Wladimir Putin sind und welchen Einfluss die gesamte Situation in Russland, auch der Ukraine, mit Deutschland zu tun hat und warum es für uns als auch deutsche Anleger extrem wichtig ist, diese Informationen zu kennen und sie einordnen zu können. Erstmal herzlich willkommen zu Die Edelmetallstrategie. Mein Name ist Benedikt Hausler und wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann ja, abonniere unseren Kanal, drücke die Glocke und es ist so, auch die letzten Monate YouTube-Erfahrung zeigen, dass die Reichweite bei Google immer weiter eingeschränkt wird, auch bei YouTube. Deshalb, wenn du unsere Inhalte sehen willst, dann lass ein Like da, kommentiere die Videos und vor allem abonniere die Glocke. Und dann lass uns starten mit einer Information, damit du auch weißt, warum ich gerade an diesem Thema so interessiert bin. Denn ich befinde mich gerade in Kiew in der Ukraine. Ich habe mich entschlossen, über die Wintermonate hier den Winter zu verbringen. Ich habe hier zwei sehr, sehr gute Freunde. Und während meine Geschäftspartner Rüdiger und Horst Götz in Deutschland die Stellung halten, habe ich mich entschlossen, über die Wintermonate herzukommen. Und ich habe sehr viel Kontakt mit den Menschen hier vor Ort. Es sind größtenteils Ukrainer, aber auch viele Russen. Und ich werde dir heute, aber auch in zukünftigen Videos wesentlich mehr Informationen zeigen, die du vielleicht aus Mainstream-Medien kennst, weil durch die Recherche oder durch die Gespräche mit den Leuten kommt man auf ganz andere Sachen, die man suchen kann. Wir beginnen aber mit einem Mainstream-Artikel, den ich sehr, sehr spannend finde. So, nicht die Fatliver, sondern ZDF. Nein, Focus Money. Putin steigt zum größten Goldspekulanten der Welt auf. Das ist der Plan dahinter. Weg mit dem Dollar, her mit dem Gold. Ja, und dazu muss man jetzt einfach nur Folgendes wissen. Russland ist seit mehreren Jahren auf einem eingeschlagenen Weg, der sich immer weiter weg orientiert vom US-Imperialismus. So nenne ich das jetzt einfach mal. Also von westlichen, vor allem NATO-Machtstrukturen. Und es passiert auf mehreren Ebenen und eine Ebene ist die finanzielle Ebene. So, und dieser Artikel zeige ich dir jetzt. Weg mit dem Dollar, her mit dem Gold. Wir müssen uns über eines im Klaren sein. Geld ist nichts anderes wie ein Machtinstrument. Dazu kann ich nur das Buch von David Graeber empfehlen, Schulden. Ein ganz tolles Buch, das erklärt, dass Geld nichts anderes, auch historisch, anthropologisch war, wie ein Machtinstrument. Und diesem Machtinstrument will sich Wladimir Putin entziehen. Und egal, was man von Wladimir Putin halten will, ich persönlich halte ihn für einen der intelligentesten Geostrategen der aktuellen Neuzeit und seinem Präsident, der sehr stringent seine Ziele verfolgt, die nicht immer in Einklang mit deutschen oder westlichen Interessen sind, aber meist in großer Übereinstimmung mit den Werten und Interessen Russlands. Deshalb ist das, was er macht, in vielen Dingen einfach sehr logisch, auch wenn man ihn persönlich nicht mag oder ihn die Art und Weise nicht mag, aber dass er Interessen verfolgt für ein Land, das kann man ihm auf jeden Fall nicht von der Hand weisen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter runter. Da stehen hier ein paar interessante Themen drin, nämlich zum ersten Mal in unserer Geschichte decken unsere Reserven, also die Goldreserven und die ausländischen Währungsreserven, die gesamte Auslandsverschuldung, sowohl staatliche als auch private, ab. Jetzt ist meine Frage, welcher westliche Staat kann das von sich behaupten, was Wladimir Putin in den letzten Jahren geschaffen hat? Das ist auch ein Grund, warum Wladimir Putin in den letzten Monaten massive Dollarmengen, Dollarreserven quasi aus der Notenbankbilanz in Russland im Grunde wieder rauskatapultiert hat. Denn das große Ziel ist, Russland so weit wie möglich unabhängig vom Dollar zu machen, so weit wie möglich unabhängig auch vom Zahlungsverkehr SWIFT.
haben wir hier einen weiteren Artikel, der handelt jetzt über die möglichen Sanktionen, die man aushängen könnte, sollte Russland die Ukraine überfallen. Und es ist hier, eine mögliche Sanktion wäre, Russland aus dem SWIFT-System, das ist unser klassisches IBAN-System, auszuschließen. Das wäre Stand heute für Russland tatsächlich ein Problem für die russische Wirtschaft. Denn ein Großteil der russischen Wirtschaft ist ja immer noch sehr stark verbandelt mit westeuropäischen Firmen oder westlichen Firmen im Allgemeinen. Und hier möchte ich mal kurz auf etwas springen, auf etwas kommen, was den meisten nicht bewusst ist. Wir glauben immer, dass das, was wir in Deutschland, in Europa, in Amerika haben, das einzige System ist, das es gibt. Es gibt aber, und das hat Wladimir Putin in den letzten Jahren erarbeitet und an den Start gebracht, ein alternatives Abrechnungssystem in Russland. Das heißt, natürlich ein großer Teil der russischen Banken nutzt noch das SWIFT-System, aber Wladimir Putin will ja auch Russland unabhängig von diesem System machen, denn es ist ein von Amerika und den westlichen Mächten kontrolliertes System. Und er hat das sogenannte, wo haben wir es hier? SPFS-System gegründet. Es ist ein russisches Zahlungs- oder Finanztransaktionssystem. Im Grunde ist es mehr oder weniger ein Äquivalent zu dem, was wir das SWIFT-System nennen. System for Transfer of Financial Messages. Jetzt gehen wir mal hier runter. So, schauen wir mal, wo das war. Und wir sehen, dass bereits 23 ausländische Banken an dieses System angeschlossen sind, darunter Banken aus Armenien, Weißrussland, Deutschland, Kasachstan, Kirgisistan, Switzerland. Ja, also auch hier in Zukunft, gerade wenn es vielleicht um Rohstoffe geht, ist auch das chinesische System extrem interessiert, vielleicht an einem Dollar-alternativen Zahlungssystem, an einem SWIFT-unabhängigen Zahlungssystem. Ich möchte mal etwas Allgemeines sagen. Diese Information habe ich gefunden auf Asia Times. Denn es ist tatsächlich so, dass die ganzen Algorithmen von Google, von Facebook, von YouTube mittlerweile so eingestellt sind, dass ich sowas, solche Informationen nur noch finde, wenn ich konkret danach suche. Also es ist wirklich schwierig, gewisse Sachen mittlerweile überhaupt zu ergoogeln. Ein Beispiel will ich dir sagen. Ich habe ganz lange nach der nicht nur Neujahrsansprache, nach der Pressekonferenz von Wladimir Putin gesucht, die er vor Weihnachten, einen Tag vor Weihnachten, abgehalten hat. Ich habe wirklich extrem lange gesucht auf YouTube, bis ich überhaupt dieses vollständige Interview 4,5 Stunden gefunden habe. Und es ist so, auf YouTube oder Google, die Sachen sind schon da, aber du musst ganz explizit wissen, nach was du suchst. Weil die Filter, die momentan eingestellt sind und immer stärker werden, sind einfach pro NATO, pro westlicher Welt und gewisse Sachen gehen einfach in diesen Filter unter. Das muss man einfach so festhalten und darum ist es umso wichtiger, diese Sachen sich bewusst herbeizusuchen. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück auf mögliche Sanktionen gegenüber Russland im Fall, dass sie die Ukraine angreifen würden. Im Zusammenhang mit möglichen Sanktionen von zentraler Bedeutung ist auch die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. So, jetzt muss man sich aber auch eines im Klaren sein. Russland braucht Deutschland ehrlich gesagt erstmal nicht wirklich. Denn Russland hat genügend Abnehmer weltweit für ihr Gas, für ihre Rohstoffe. Und das Gas kommt so und so nach Westeuropa. Stand jetzt über Nord Stream 1 oder über Weißrussland oder über die Ukraine. Und natürlich hat Russland ein großes Interesse, Nord Stream 2 ans Netz zu nehmen, denn dann brauchen sie keine Transitgebühren mehr in den Feindesstaat Ukraine zu bezahlen.
Aber es ist tatsächlich nicht so, dass die Russen auf Teufel komm raus auf dieses Geld angewiesen wären. Was hier gerade gemacht wird von Seiten unserer Politik, in dem Fall ist es hier die grüne Annalena Baerbock, ist, wir schneiden uns mit unseren ganzen Maßnahmen in Deutschland wieder selber, wie sagt man da, wo schneidet man sich hin? Keine Ahnung. Ah, ins eigene Fleisch, stimmt. Und das sagt sogar jemand, den ich persönlich, für den ich wirklich keine Sympathien empfinde, aber das sagt der bayerische Ministerpräsident sogar, die grüne Drohung Nord Stream 2 nicht zu nutzen, schadet vor allem Deutschland. Und auch wenn ich den Kerl echt überhaupt nicht mag, diese Aussage ist richtig. Nord Stream 2 nicht ans Netz zu nehmen, schadet vor allem Deutschland. So. Jetzt haben wir viele Sachen uns angeschaut und ich will heute auch ein bisschen springen. Du siehst schon, wir schauen uns verschiedene Sachen an. Es ist heute eher wie ein Mindmap, aber ich möchte, dass wir hier auch ein bisschen wie ein Gehirn funktionieren. Also ich will dich nicht von A nach B bringen, sondern ich möchte quasi dein vernetztes Denken auch ein bisschen anregen, weil wir können sehr gut springen in den Themen, um am Schluss rauszukommen, bei dem Thema, was hat es für uns überhaupt für einen Impact? Eine entscheidende Frage ist ja, greift Russland überhaupt die Ukraine an? Und dazu habe ich mittlerweile bestimmt 20 verschiedene Meinungen und jede klingt plausibel, aber eine Quelle habe ich gefunden, die sehr, sehr spannend ist. Und die habe ich gefunden bei Russia Today. Und Russia Today zum Beispiel ist in der Ukraine überhaupt nicht auffindbar, ja? Also, das ist zensiert in der Ukraine, Russia Today oder DE Russia Today. Das heißt, ich bin hier mit einem deutschen Proxy drin, um das überhaupt zu sehen. Und diese Aussage, diese Headline hat mich schon sehr interessiert, nämlich Ex-Naftogas-Chef prophezeit, Kiew könnte im Winter wieder russisches Gas stehlen. Was ist Naftogas? Naftogas ist quasi die Gasgesellschaft in der Ukraine. Und der sagt, Kiew könnte wieder Gas stehlen. Weil wir müssen ja eines wissen, die Pipelines, die russisches Gas nach Westeuropa bringen, sind entweder Nord Stream 1, die weißrussische Pipeline oder die durch die Ukraine. Oder dann gibt es noch über Türkei noch andere, die über die Slowakei dann führen. Es ist so, dass aktuell das Gas aus der Ukraine nicht aus Russland kommt, ja? Weil diese zwei Staaten sind im Krieg. Das heißt, zwar geht Gas durch die Ukraine, es darf aber im Grunde kein Gas abgezapft werden. Was dazu führt, dass russisches Gas mittlerweile nach Westeuropa kommt, von Westeuropa wieder zurückgeschickt wird in die Ukraine. Das ist, wie es aktuell passiert. Ja? Es ist unglaublich. Und was dieser Ex-Chef von diesem Gasunternehmen sagt, ist, hier unten haben wir auch Zahlen. So, wo haben wir das? Das waren mega interessante Zahlen. So. Also, die Ukraine hat einen Gasverbrauch von 180 Millionen Kubikmeter Gas. 50 davon können sie selber täglich fördern. Jetzt ist natürlich klar, dass das andere Gas, das sie brauchen, irgendwo aus Westeuropa kommen muss, weil ist ja klar, aus Russland geht es nicht. Und was jetzt passiert ist, ich werde ein eigenes Video dazu machen, weil es so interessant ist. Das Gas aus Russland wird aktuell nach Deutschland verkauft. Und wir haben in Deutschland langfristige Verträge, was bedeutet, dass ein Kubikmeter Gas ungefähr 500 US-Dollar kostet, aufgrund der langfristigen Verträge. Es kommt auch so viel Gas in Deutschland an, wie die Verträge aussagen. Was passiert aber? Die Gasunternehmen verkaufen dieses Gas nicht an den deutschen Markt, sondern verkaufen es zurück, vor allem nach Polen und in die Ukraine und das für 2000 US-Dollar. Diese 2000 US-Dollar ist ein Riesengeschäft für deutsche Gasunternehmen und führt aber dazu, dass die Ukraine das niemals zahlen kann. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, was die Ukraine ja schon mal gemacht hat, dass sie Gas abzapfen hier
in der Ukraine von den russischen Leitungen. Und das ist der Aussage von diesem Gasunternehmer oder ehemaligen Chef dieses Gasunternehmens ein möglicher Grund, dass es hier zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Weil sollte die Ukraine nicht in der Lage sein, dieses Gas überhaupt einzukaufen, kostengünstig, sollten sie nicht in der Lage sein oder weil sie es einfach auch nicht dürfen, das russische Gas anzuzapfen, was wird dann passieren? Dann brauchen sie Energie. Und was viele einfach nicht wissen, ist in dem Artikel auch drin, dass viele Kohlebergwerke im Osten der Ukraine sind. Dieser Teil der Donbass, der aktuell besetzt ist von russischen Separatisten. Das heißt, es könnte rein energiepolitisch interessant sein für die Ukraine, in den Donbass einzufallen, um sich diese Kohleminen zu sichern, um einfach auch Energie überhaupt wieder zu haben. Die Ukraine hat mittlerweile so viele Energieprobleme, dass sie auch alte Atommeiler, die reparationsbedürftig sind, die eigentlich überhaupt nicht an den Start gehen dürften, wieder aktiviert. Und das sage ich aus einer Stadt, wo vielleicht 200 Kilometer entfernt Tschernobyl steht. So, wir haben jetzt einen großen Bogen gespannt, viel Geopolitik, viel Energiepolitik und jetzt natürlich die Frage, was hat das alles mit uns zu bedeuten? Nun, einerseits muss uns klar sein, dass wenn ein Geostratege massiv Gold kauft, weil er quasi sich unabhängig vom Dollar machen will, dass wir uns selber die Frage stellen sollten, wie viel vertrauen wir eigentlich noch dem Dollar? Beziehungsweise wie viel vertrauen wir noch dem Euro? Und was wäre die Alternative dazu? Die Alternative ist wie immer Gold. Ich erzähle vielleicht noch eine kurze Geschichte. Ich bin hier in die Ukraine gekommen, war davor noch bei meinem Edelmetallhändler des Vertrauens. Ich mache jetzt mal nochmal groß. Und mir ist vollkommen bewusst, dass die Situation hier in der Ukraine durchaus schwierig ist und auch vielleicht sehr, sehr hitzig werden kann. Meine Lebensversicherung, die ich dabei habe, ist das da. Silbermünzen, Goldmünzen, ja. Das habe ich alles noch in Deutschland gekauft, weil im Notfall, sage ich mal, weil viele Freunde natürlich und Bekannte sagen, ja, was machst du da in der Ukraine, ist ja gefährlich, da ist ja der Russe vor der Tür. Im Notfall nehme ich eine Unze Gold, gebe sie irgendwie einem betrunkenen LKW- oder Truckerfahrer und setze mich hinten auf die Ladefläche und dann fahren wir durch über Polen nach Deutschland. Also so, als ich sag mal, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Auch wenn die Währung hier zusammenbricht, ja, die Währung hier sind Grivenja, ja, die schauen so aus. Auch beim letzten Einmarsch der, wenn man es Einmarsch nennen will, der russischen Föderation, des russischen Militärs, ist diese Währung extrem gefallen an Wert. Ja, das heißt, meine Lebensversicherung ist unter anderem Gold. Auch für Wladimir Putin ist eine Lebensversicherung Gold. Und gerade in Bezug auf Inflation und Gas und Energie sollten wir uns noch zwei Sachen anschauen, zwei Quellen noch zum Schluss. Auf die Online. Bankenpräsident Sewig geht davon aus, dass in den nächsten Jahren die Inflationsrate deutlich über den angestrebten 2% liegen wird. Es gibt mehrere Faktoren. Spannend in dem Artikel ist, dass über alles gesprochen wird, außer über, ja, also es wird der Fachkräftemangel, die Lieferketten werden als Grund hervorgehoben. Das ist ein Bericht vom 30. Dezember 2021. Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass die Inflation nicht nur wegen den Lieferketten oder Fachkräftemangeln so stark steigt. Die Inflation steigt so stark aufgrund der hohen Energie- und Gaspreise. Und deshalb habe ich auch als letzte Quelle noch eine Quelle von der ING, Italian CPI, also das ist der Consumer Price Inflation oder der Consumer Price Index. Ticks up again in December. Energy prices were the undisputed inflation driver over 2021. So,
Und hier, glaube ich, sind wir wesentlich näher an der Realität dran. Und wenn die Energiepreise steigen, wenn die Inflation weiter steigt, wenn der Dollar, wenn der Euro weiterhin an Wert verliert, dann ist meiner Meinung nach eine gute Idee, entweder in ausländische Währungen, die ein bisschen stabiler sind, wie so eine ukrainische Hryvnia, oder in die Werte zu investieren, die wirklich über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende Wert aufbewahrt haben. Und wir und unsere Kunden machen das nicht nur, indem wir unsere Edelmetalle einfach daheim einlagern. Das sollte man auf jeden Fall tun. Man sollte Edelmetalle immer in kleiner Stückelung griffbereit haben, dass man wirklich sagt, im Notfall packe ich alles ein und verlasse das Land. Aber gerade wenn ich auch einen größeren Edelmetallbestandteil habe, wie es viele unserer Kunden haben, die sind teilweise 60-80% in Edelmetall investiert, weil sie einfach sagen, die Aktienmärkte sind überwertet, den Euro kann ich nicht mehr trauen. Die können nicht ihr ganzes Geld in Gold und Silber anlegen und daheim lagern. Deshalb nutzen die die Gold-Silber-Strategie, wo sie einfach Edelmetalle nicht nur daheim lagern, sondern auch im Zollfreilager, optimalerweise außerhalb der EU, vielleicht in der Schweiz, vielleicht in Singapur, vielleicht in Großbritannien, um einfach auch beim staatlichen Zugriff geschützt zu sein. Und gleichzeitig nutzen sie eine Strategie, dass sie ihre Edelmetalle Schritt für Schritt aufbauen können, ohne zusätzlich Geld in die Hand nehmen zu können. Aber das kennst du bereits von unserem Kanal. In den nächsten Tagen werde ich genau dazu auch nochmal ein Video machen. Nächste Woche erwarten dich zwei mega interessante Interviews mit meinem Kollegen Rüdiger Götz. Wir werden einerseits sprechen über die Gold-Silber-Ratio und wie wir sie konkret anwenden, wie das im Depot ausschaut. Und wir werden auch besprechen, was eigentlich gerade bei den Notenbanken passiert. Das ist nämlich sehr spannend, denn die Notenbanken machen gerade eines. Sie schrumpfen gerade ihre Bilanz massiv mit einem Taschenspielertrick, den es bisher noch nicht gegeben hat. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich dir in einem der nächsten Videos mit meinem Kollegen Rüdiger Götz mitgeben. Solltest du noch Fragen haben, wenn du auch diese Strategie nutzen willst, oder solltest du diesen Report noch nicht haben, diesen Report haben wir an alle unsere Kunden verschickt. Wir geben diesen Report kostenlos raus. Das Einzige, was du noch investieren musst, sind die Versandkosten, sodass alles gedeckt ist. Du kriegst außerdem noch einen Wismut-Kristall im Wert von 20 Euro dazu. Jetzt noch unsere kleine Werbeeinheit. Den schicken wir allen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da haben wir in 4 Fallstudien nochmal aufgezeigt, wie unsere Kunden es geschafft haben, eigenständig, eigenverantwortlich ihr Vermögen vor Inflation, Bankenpleiten und staatlichen Zugriff zu schützen. Und wenn du eines dieser Exemplare haben willst, wir haben noch ein paar übrig, dann hol dir das. Den Link habe ich unter diesem Video. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.